Willkommen, Freunde, zum nächsten Part von Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Wir haben letztes Mal hier... Oh, Hilfe! Wer braucht Hilfe? Puh, bin ich müde. Ich hätte so gerne einen Oasenblättertee mit 2 Handvoll Munterbeeren. Oasenblätter mit 2 Handvoll Munterbeeren. Dir kann geholfen werden. Luke trinkt die heiße Tasse Oasenbeere und lässt das Aroma auf sich wirken. Oh, das schmeckt ja wunderbar. Nach diesem süßen Tee fühle ich mich gleich wieder fit. Ein Hochgenuss. Luke strahlt vor Freude und Vitalität. Auf dem Boden der Tasse lag eine Hinweismünze. So, aber wir haben ja letztes Mal die hier bekommen. Und erstmal ein wenig durchschauen. Ich glaube, das wird nichts. Nein. Professor, ich muss mal kurz weg. Oh je, das sieht man es wieder. Eine Übung macht den Teemeister. Also ich weiß, da war was mit 2 hiervon. Aber ich glaube, da fehlt noch was. Naja. Dann suchen wir halt noch ein paar Zutaten für den Tee. Ida, entschuldigen Sie, ich würde Ihnen gerne kurz etwas mit Ihnen bereden. Oh, guten Tag. Sie sind mit Inspektor Czerny angereist, nicht wahr? Barton ist mein Name. Ich bin Wachtmeister und unterstehe Inspektor Czerny. Ich möchte Ihnen nahelegen, nicht mit einem Kind in diese Richtung zu gehen. Wieso? Was ist denn da hinten? Das möchtest du gar nicht so genau wissen, Kleiner. Ich schlage vor, Sie machen kehrt. Er wird seine Meinung wohl nicht ändern, Luke. Wir müssen uns nach einem anderen Weg umsehen. Ja. Das Gute ist, der gute Herr Barton kann sich nicht zweiteilen. Oh je, sehen Sie nur, Professor, das ist Inspektor Czerny. Kein Grund zur Sorge, Luke. Er sammelt sicher nur Informationen über den Fall Dr. Schraders. Offenbar kann er mal endlich zu dem Schluss, dass der Schlüssel zum Lösen des Falls in Fallsands liegt. Daran hat der Inspektor wohl zur Abwechslung mal alles im Griff. Fassen wir noch einmal zusammen. Dieser Mann hat also wegen der Schatulle rumgefragt. Und Sie sind sich da ganz sicher? Ja, der Mann auf dem Foto war das. Dieses Gesicht würde ich überall wieder erkennen. Nun, dann ist alles klar. Auf mein Gespür ist eben immer Verlass. Kommen Sie, Barton, wir gehen weiter. Ja, jawohl, ja, Chef. Ich bin direkt hinter Ihnen, Chef. Na? Einen Moment bitte. So darf ich Sie leider nicht reinlassen. Wir haben eine Kleiderordnung. Wenn Sie mir rasch Ihren Hut geben, hänge ich ihn an die Garderobe. Eine Kleiderordnung? Wie? Wie bedauerlich. Sie möchten also, dass ich Ihnen einen Hut für Ihre Garderobe gebe, stimmt's? Rätsel 68. Zylinderfinder. Felix hat dich gebeten, ihm einen Hut zu überreichen. Findest du einen Hut, der seinen Wünschen entspricht? Finde im unteren Bild den Umriss des oben gezeigten Zylinders wieder. Die Größe und Proportionen sind dabei exakt gleich, aber möglicherweise ist der Umriss seitlich gedreht oder auf den Kopf gestellt. Zeichne mit dem Touchpen den Umriss nach und berühre dann Antwort. Einen Moment... Ah, ich glaube, ich hab schon was. So. 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 Und so. Ist das richtig? Nun die Probe aufs Exempel. Ja. Hab ich doch richtig gesehen. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Clever. Das war eine echte Detektivleistung. Nun kannst du dem guten Felix endlich einen Hut geben. So, das hätten wir. Hier ist ein schöner Hut für die Garderobe. Nanu? Professor, ich denke nicht, dass er das so gemeint hat. Wie dem auch sei, ich setze meinen Hut nicht ab. Gehen wir, Luke. Aber ich hätte doch da so gerne einen Happen gegessen. Ich werde meinen Hut gewiss nicht abnehmen, Luke. Mehr will ich dazu nicht sagen, mein Junge. Wieso, hast du eine Glatze? Also, das ist mir zu hoch. Puppenhaus erhalten. Wieder was, womit wir Krischer und Brillen könnten.
Einen Moment. Mal kurz überlegen. Ich glaube, ich ändere das mal kurz. So vielleicht. Ja, weil er ignoriert ja alles, was... Wenn er einen Apfel sieht. Ich weiß nicht, ob's reicht. Ich will einfach mal hoffen. Was? Oh, Mann. Ja. So viel zu dem Thema. Gut, dann... Ah, ne, das kann so stehen bleiben. Habt ihr vielleicht was ich essen kann? Ich muss da immer lachen. So. Na, ich glaube nicht, das reicht. Nee, kann ich vergessen. Das reicht nicht. Ich brauche noch ein paar Gegenstände mehr. Ah, das kriegen wir noch hin. Gehen wir mal da hoch. Was ist denn hier los? Ah, Prinzessin! Dieser Hund scheint mir nicht besonders gut aufgelegt zu sein, Luke. Ich will mal sehen, warum er so knurrig ist. Hallo Hundchen, lieber Hund, braver Hund. Aua! Sitz, Platz! Braver Hund. Auweia, Luke, hat er dich erwischt? Ich würde sagen, dem Hundchen ist gerade nicht nach Reden zumute. Scheint so. Dann müssen wir uns wohl einen anderen Weg durch die Stadt suchen. Hier kommen wir momentan nicht durch. Also, hier ist nichts. Hier ist doch nicht das Museum. Das muss das Museum sein. Leider ist das Tor abgeschlossen. Offenbar hat das Museum gerade nicht geöffnet. Dabei hatte ich mir einige nützliche Hinweise erhofft. Nun, zu warten bringt uns auch nicht weiter. Lass uns erstmal woanders unsere Ermittlungen fortsetzen. Luke und Professor Layton beschließen, in der Stadt nach weiteren Infos zu suchen. So. Wen haben wir denn da? Neris oder Naris, ich weiß es nicht. Seid gegrüßt, Fremde! Lasst mich raten, ihr seid auf der Suche nach Ruhm und Reichtum? Mitnichten. Wir suchen eine gewisse Schatulle der Pandora. Haben Sie je davon gehört? Das ist ein fantastischer Name, aber ich kann nicht sagen, dass ich davon schon mal gehört hatte. Oder hätte. Apropos, ich denke, ich kenne da ein Rätsel, das ihr bestimmt auch noch nie gehört habt. Erzähl. Drei Paare. Auf einem vergilbten Foto sind drei Paare zu sehen. Darauf steht kein Mann hinter seiner Ehefrau. Von den drei anwesenden Frauen sind zwei Schwestern und sitzen nebeneinander. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Alle auf dem Foto tragen einen Hut, außer dem Mann der jüngeren Schwester. Die Frau, die keine Schwester hat, sitzt vor dem Mann der jüngeren Schwester. Findest du den Mann, der mit keiner der Schwestern verheiratet ist? Wähle A, B oder C. Ja. Das ist der hier. Das ist kein B. Kein Rätsel ohne Lösung. Quod erat demonstrandum. Gut gemacht. Die richtige Antwort ist B. Um zur Lösung zu gelangen, musst du den Text nur gelaut durchlesen. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Es ist folglich A.
Der Gatte der jüngeren Schwester trägt keinen Hut, er ist also C. Damit ist die Antwort klar. Für alle, die es genau wissen wollen, E ist die ältere Schwester, D die jüngere Schwester und F ist mit B verheiratet. So, so, sehr gut. Gut gemacht! Vielen sehr Glück mit eurer Dingsbums-Schatulle. Na, wie ist sie noch? Die mit dem tollen Namen. Bestimmt ist da ein Flaschengeist drin und man darf sich etwas wünschen. Das werden wir schon noch rauskriegen. Sehen Sie diesen Wachturm dort, Professor? Der sieht ja fast so aus, als wäre da jemand drin. Und vielleicht ist das auch so. Aber erstmal... Man sieht nicht jeden... Ah, nee, die Stimme habe ich schon so oft gehabt. Man sieht nicht jeden Tag neue Gesichter hier. Ihr seid doch nur zu suchen in unserer Stadt, oder? Gewissermaßen, ja. Allerdings sind wir nicht wegen der Sehenswürdigkeiten hier. Wir suchen nach der Schatulle der Pandora. Haben Sie jemals davon gehört? Nein, das kann ich nicht behaupten. Leider, denn ich würde euch gerne weiterhelfen. Oh, aber ich kann doch die Suche unserer schönen Stadt nicht mit leeren Händen gehen lassen. Ich kenne dieses nette Rätsel, das ich euch gerne erzählen würde. Als Souvenir, wenn ihr so wollt. Rätsel 85, der vierte Körper. Fünf seltsame Körper sind hintereinander angeordnet. Aber anstelle von Körper 4 ist nur eine Lücke zu sehen. Sieh dir die vier restlichen Körper gut an und entscheide, ob Körper A, B oder C die Lücke füllen soll. Also, dann sehen wir mal. Das sieht doch aus wie eine 2, eine 3, eine 5. Und das sieht aus wie eine 4. Nun die Probe aufs Exempel. Ja, das stimmt auch. Quod erat demonstrandum. Korrekt. Körper B ist die richtige Antwort. Die Reihenfolge basiert auf den Ziffern. Wenn man, die in jedem der Körper verborgen sind. Wenn man die einzelnen Körper um 90 Grad im Uhrzeigersinn dreht, werden die Ziffern schnell sichtbar. Stellt man Körper B auf die Seite, kann man die Ziffer 4 erkennen. Aber ich sehe da keine 1. Ihr etwa? Gut gemacht. Ich will euch nicht entmutigen, aber wenn ihr diese Schatulle sucht, werdet ihr Pech haben. Viele der anderen, die sich in Fortsens auskannten, sind vor einigen Jahren weggezogen. Alles hatte mit seinem seltsamen Gerücht angefangen, das sich hier wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Dann sind wir zwar am richtigen Ort, aber womöglich kann uns dennoch niemand helfen. Sagen Sie, was war es denn für ein Gerücht? Irgendetwas wegen eines Fluchs. Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich frage mich oft, wohin die ganzen Leute gegangen sind, die Fortsens verlassen haben. Rätsel 85 steht jetzt auf dem Index. Sehen wir mal hier, Lebensmittelladen. Igitt, hier ist ja überall Knoblauch und es stinkt auch entsprechend. Pfui. Der Geruch ist wirklich beißend. Zum Glück trage ich stets ein Taschentuch bei mir. Da treibt es einem ja die Tränen in die Augen. Aha, endlich Kundschaft. Hereinspaziert, hereinspaziert. Sie sind seit Monaten die ersten Kunden. Die Bürger haben sich von meinem Laden abgewandt. Das überrascht mich gar nicht. Bei dem Knoblauchgeruch kann man ja nicht mal mehr normal denken. Es riecht etwas nach Knoblauch. Na und? Das nur mal zum Schutz vonnöten. Wir haben hier nämlich ein kleines Vampirproblem in der Stadt und da hilft eben nur Knoblauch. Vampire? Im Ernst? Sehe ich etwas so aus, als ob ich Witze mache? Ein Lächeln? Ja, schon. Habt ihr das Schloss oben auf dem Berg gesehen? Dort versteckt sich angeblich unser Vampir. Ich sage ja nicht, dass ich das wirklich glaube, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aha. Immer noch nichts. Wie eben auch sei, ihr solltet euch vielleicht trotzdem vor Vampiren hüten. Wenn es hart auf hart kommt, könnt ihr euch immer noch in meinen Laden flüchten. Hier wagt sich mit Sicherheit kein Vampir rein. Das stimmt vielleicht, wahrscheinlich. Sehen Sie diesen Wachturm dort? Ja, das hatten wir ja schon. Dann sehen wir mal, dann gehen wir halt mal rein. Ah! Ah! Oh weh, jetzt bin ich aber erschrocken. Wer macht denn da so einen Lärm? Ich weiß es nicht, aber ich denke, es kommt aus dem Stockwerk über uns.
Luke, los, nehmen wir die Treppe. Erstmal nach ein paar Hinweisen suchen. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal hier hoch. Wer ist das denn hier? Hin fort, ihr Inländer und Vampire. Verlasst unverzüglich mein Grundstück. Geht es Ihnen gut? Was? Wer seid ihr? Nein, schweigt. Ich habe euch durchschaut. Vampirschergen erkenne ich sofort. Moment mal, wovon reden Sie bitte? Wir haben gerade einen lauten Schrei gehört und wollten helfen. Sag, was du willst, Kerlchen, aber es wird dir nichts nützen. Hier macht mir keiner was vor. Wenn ihr wirklich keine Blutsauger seid, löst das Rätsel, löst es. Okay, das werden wir lösen. Blick auf den Turm. In einer ruhigen Stadt steht ein Turm, der einen wunderschönen Ausblick über die ganze Stadt bietet. Da man jedes Gebäude vom Turm aus sehen kann, sollte man logischerweise auch von jedem Gebäude aus den Turm sehen können. Auf dem Bild unten siehst du jedoch ein Gebäude, von dem aus man die Turmspitze in keinem Fall sehen kann, egal aus welchem Fenster man sieht. Kreise dieses Gebäude ein. Ja, hier handelt es sich mal wieder um eine typische Fangfrage. Gemeint ist natürlich der Turm selber. Egal wie weit du dich aus dem Fenster lehnst, du kannst ihn nicht die Spitze sehen. Ob das stimmt? Das war viel zu leicht. Gut mitgedacht. Vom Turm aus kann man auf keinen Fall die Spitze des Turms selbst sehen. Natürlich kann man sich recken und nach oben schauen, die Spitze sieht man aber trotzdem nicht. Nicht schlecht für einen Vampir. Es sei denn, ihr seid doch keine Lakaien des Blutsaugers. Falls dem so ist, dann folgt besser meinem Rat und bleibt bloß dem Schloss fern. Oha. Dort lebt eine der schlimmsten und fürchterlichsten untoten Kreaturen weit und breit. Dort lebt ein Untoter? Ja, also sozusagen. Und wieder ein Geheimnis. Der Vampir im Schloss. Gerüchten zufolge haust ein Schloss im Schloss am Rande der Stadt ein Vampir. Weshalb es auch kein Einwohner von Falsens je wagt, sich dort aufzuhalten. Ist es tatsächlich möglich, dass ein Vampir in Schloss Herzen wohnt? Das werden wir herausfinden. Mal sehen. Nein, immer noch nichts. Ich dachte, der will einen Tee haben. Nein, immer noch nichts. Gut, ich komme später nochmal. Erstmal jetzt noch kurz ein bisschen Umschau. Runter. Oh, Herr Beluga, lang ist's her. Haben Sie inzwischen das gefunden, was Sie gesucht haben? Pah, nein. Ich habe Samuel mit der Suche beauftragt. Doch der Junge ist so nutzlos wie eine kaputte Uhr. Ach, ärgern Sie sich nicht, mein Lieber. Sonst bekommt Ihr hübsches Gesicht noch Falten. Hihi. Na, wie sieht's aus, Belugerchen? Wollen Sie noch kurz da reinkommen und über alte Zeiten reden? In und vielleicht noch etwas mehr? Aha, if you know what I mean? Professor, haben Sie das gesehen? Herr Beluga ist gerade in dieses Kabarett gegangen. Das sehen wir uns mal genauer an. Oha! Hallo, Sie großer, schöner Mann. Möchten Sie hereinkommen, um sich die Vorstellung ansehen? Verzeihen Sie, werte Dame, aber wir wollten gerade... Was denn? Sind Sie etwas schüchtern? Keine Sorge, mein Hübscher, ich beiße nicht. Oh, und wer ist denn Ihr kleiner Freund? Du bist ja ein ganz Süßer. Wer, ich? Also, Entschuldigen Sie, dass ich das Thema wechsle, gnädige Frau. Ich kam nicht oben hin, zu bemerken, dass Herr Beluga vor kurzem eher... Kabarett betrat, Entschuldigung. Doch, ach, sind Sie und der Herr B. etwa alte Bekannte? So in etwa, ja. Sagen Sie, kommt Herr Beluga oft bei Ihnen vorbei?
Herr Beluga ist in der Tat ein Liebhaber der schönen Künste. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh, aber Sie sind so ein schöner Bursche, so charmant und adrett und ein rechter Gentleman dazu. Wenn Ihr Verstand mit Ihrem Aussehen mithalten kann, werde ich vielleicht gesprächiger. Rätsel 70, Juwelenkette. Ich habe hier diese alte Halskette, aber sie ist nicht so ganz mein Geschmack. Ich wollte sie verkaufen, doch als ich sie schätzen ließ... ist mir etwas Seltsames aufgefallen. Alle Juwelen sind unterschiedlich viel wert, aber wenn ich die Kette an drei Stellen durchtrenne, sind alle drei Teile genau gleich viel wert. Ist das zu fassen? Hier, könnt ihr mir sagen, an welchen Stellen man die Kette dafür durchtrennen muss? Um das, wo das sein wird, darum kümmern wir uns im nächsten Part. Bis denne, ciao!